Hallo zusammen. Wir haben uns diese Woche ein Thema überlegt, was man als Tabuthema bezeichnen könnte. Und zwar möchten wir heute in der Runde Rieke mit mir zusammen über das Thema Sex in der Schwangerschaft sprechen. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rieke, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Ja, es ist deshalb ein Tabuthema, weil man sowieso über das Thema nicht unbedingt zwingend mit jedem Menschen auf der Straße spricht, auch nicht innerhalb der Familie, vielleicht mit seiner besten Freundin, aber es ist auch ein sehr, sehr intimes und ich finde auch sehr privates und auch emotionales Thema, gerade wenn man in der ersten Schwangerschaft ist und mit gewissen Dingen ja zum ersten Mal auch konfrontiert wird, ob es jetzt in der Partnerschaft ist oder wenn es um den eigenen Körper geht. Und deshalb freue ich mich, Rieke, dass du wieder als Frauenärztin an unserer Seite jetzt hier bist und dieses fachliche Wissen einfach ergänzen kann, um eben auch da draußen ja aufzuklären und auch gewisse Dinge ja vielleicht zu bestätigen oder Frauen auch ein bisschen so eine Leichtigkeit wieder zurückzugeben. Liebe Katha, ich freue mich auch. Ich habe extra für dich meine erotische Stimme heute ausgepackt. Ich bin ein bisschen heiser, entschuldigt es. Aber ich freue mich total auf dieses Thema, weil es ist wirklich, du hast ja schon gesagt, ein Tabuthema. Und ja, sowohl im Freundeskreis, aber auch in der Praxis merke ich einfach, dass sich die Frauen selten trauen, darüber zu sprechen. Eigentlich erst, wenn sie brennende Fragen haben oder mit Problemen kommen. Und aber dass sonst halt so wenig darüber geredet wird. Wenn man aber mal Dr. Google fragt, dann merkt man, wie interessant das Thema aber doch für die Frauen ist. Und ich finde das super schade, weil ja, jeder hat die Berechtigung. Meine Güte, die Libido, die Lust auf Sex, die geht ja nicht weg, nur weil man schwanger ist. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal ein bisschen aufklären dürfen. Ich freue mich auch. Und wir haben uns im Vorfeld wieder ein paar Fragen überlegt. Und ich sage einfach, lass uns starten. Und ich würde dir die erste Frage einfach zuwerfen, wie immer. Und zwar die Frage, ist denn Sex überhaupt erlaubt in der Schwangerschaft? Auf jeden Fall. Also Sex in der Schwangerschaft ist erlaubt, ja, von positivem Test bis zur Geburt. Es gibt ein paar Ausnahmen, über die wir später auch nochmal sprechen wollen, wo Sex mit Vorsicht zu genießen ist oder vielleicht auch zumindest für eine Zeit man enthaltsam sein sollte, aber insgesamt ist Sex auf jeden Fall erlaubt, auch gerade in der frühen Schwangerschaftswoche. Das Baby, der Embryo, der ist an der Fruchtblase einfach so gut geschützt durch das umgebende Fruchtwasser, aber dann muss man sich auch nochmal vorstellen, kommt noch die dicke Gebärmutterwand, die dazwischen liegt und der Gebärmutterhals, der ja normalerweise auf jeden Fall über 3 Zentimeter lang ist, fest verschlossen ist und das Kind einfach wahnsinnig gut behütet ist im Körper der Frau und weder erdrückt wird noch verletzt werden kann und auch die Erschütterung, wenn es zum Orgasmus kommt, wenn die Frau sich schneller bewegt, beeindrucken das Baby eigentlich nicht. Es wird vielleicht sogar sanft hin und her geschaukelt, was ihm vielleicht auch sogar eine Freude sein kann. Also dem Kind passiert auf jeden Fall nichts und die Angst, die kann man schon mal direkt ablegen. Und sag mal, wenn du jetzt, wir sagen ja allgemein über Tabuthemen, wir sind ganz einfach ganz offen und wenn es da jetzt aber wirklich so Männer und Frauen gibt, die schon wirklich auf härteren Sex einfach stehen, würdest du sagen, kannst du das einfach trotzdem weiter irgendwie für dich durchführen oder würdest du sagen, ja, ein bisschen zarter machen ist vielleicht doch ganz gut? Also ich würde auf jeden Fall sagen, in der Frühschwangerschaft, das kommt natürlich auch mal drauf an, wie sind die Ängste bei der Frau allgemein, ja. Man muss immer wissen, der Körper verändert sich ja hormonell sofort, wenn die Einnistung passiert und da kann es eben auch dazu kommen, dass der Gebärmutterhals extrem gut durchblutet ist, beziehungsweise er ist immer extrem gut durchblutet, aber das ist gerade, wenn man härteren Sex hat, also
der Penis quasi die Vagina sehr stark penetriert, dass es dann auch mal zu Blutungen kommen kann nach dem Geschlechtsverkehr, die aber in der Regel ungefährlich sind. Ja, einfach durch die Mehrdurchblutung des Gebärmutterhalses kann es gerade durch starken Kontakt, durch härteren Kontakt auch mal zu kleinen Blutungen kommen nach dem Geschlechtsverkehr. Da einfach auch wirklich achtsam sein und wenn das mehr ist oder wenn man sich damit unwohl fühlt, Fragen hat, dann auf jeden Fall abklären lassen. Mhm. Aber insgesamt spricht nichts dagegen, wenn Frauen, wir kommen aber auch nochmal drauf, auf dies wirklich, wenn man vorsichtig sein sollte, vielleicht in der Frühschwangerschaft, wenn man schon mal eine Fehlgeburt hatte, dann würde ich da doch nochmal ein bisschen zurückhaltend sein. Und das aber auch so ein bisschen austesten, ja, wie fühlt sich das überhaupt an? Auch das Empfinden kann natürlich in der Schwangerschaft ganz anders sein. Und da dann auch ehrlich und offen mit dem Partner drüber reden, wenn es einem auch nicht mehr so gut gefällt, wenn man ja mal andere Dinge ausprobieren möchte oder wenn man es dann doch hat, ne? Auch irgendwie sanfter mit sich umgehen möchte, weil man es ja auch besser vertreten kann. Würdest du denn sagen, dass man dann auch einfach so Sex-Toys einfach weglassen sollte? Oder kommt drauf an, was für welche. Also in was der würdest Regel, du denn ausschließen? Was fällt dir da? Gibt es irgendwas, was dir einfällt, was du definitiv ausschließen würdest? Ich glaube, das wäre so richtiges Hardcore mit Peitsche und Latex, Handschellen oder solche Sachen. Ja, das würde ich kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Aber ja, prinzipiell, ich würde alles weglassen, was sich unangenehm anfühlt. Und extrem auf die Hygiene achten. Mm. Das wäre nochmal in der Schwangerschaft einfach ganz, ganz besonders wichtig. Aber da, auch wenn es um Vibratoren geht und so, also wirklich schauen, was sich auch noch gut anfühlt. Und wenn man merkt, dass es dann doch zu Blutungen kommt nach dem Geschlechtsverkehr oder wenn man da bestimmte Sextoys benutzt hat, dann einfach ja, die das nächste Mal weglassen oder sanfter benutzen. Also prinzipiell ist erstmal alles erlaubt, was sich gut anfühlt. Cool, super. Aber wir haben es gerade eben schon ein bisschen angesprochen, auf welche Dinge man besonders achten sollte. Gibt es da noch irgendwie ergänzend was zu den Punkten, die du gerade eben schon aufgeführt hast? Also auf jeden Fall, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist die Hygiene. Ich meine, das gilt natürlich nicht nur für die Schwangerschaft, aber da möchte ich auch als Frauenärztin einfach nochmal appellieren, die Hygiene im Schambereich, es reicht warmes Wasser oder Wasser allgemein. Bitte keine übermäßigen Intimpflegeprodukte benutzen, ja, weil die Scheidenflora, also der Schleim in der Scheide einfach ein so gutes Abwehrsystem hat und durch verschiedene Seifen oder Intimpflegeprodukte kann einfach diese Abwehr runterreguliert werden, indem dann auch die guten Bakterien, die sogenannten Milchsäurebakterien, zerstört werden und dadurch die Flora zerstört wird und der pH-Wert sich ändert in der Scheide. Deswegen immer nur mit Wasser waschen. Und das, ich würde nach dem Geschlechtsverkehr immer empfehlen, auf die Toilette zu gehen, weil einfach das Risiko für eine Blasenentzündung gegeben ist und auch Keime durch den Partner mit aufsteigen können und also die durch den Partner dann in die Scheide gelangen, dass die nochmal ausgespült werden, weil auch die Harnröhre, die ja vorn über den Scheideneingang mündet, in der Schwangerschaft geweitet ist, der Weg zur Blase sehr kurz ist und deswegen Bakterien sehr, sehr leicht aufsteigen können. Deswegen immer nach dem Geschlechtsverkehr auf jeden Fall auf die Toilette gehen und durch das Entleeren der Blase spült man einen Großteil der Bakterien einfach schon weg und geht damit so das Risiko für Blasenentzündung und aber auch das Waschen der Scheide nach dem Geschlechtsverkehr einfach, um aufsteigende Bakterien, die vielleicht auch mal den Gebärmutterhals überwinden können, zu vermeiden. Aber da muss man auch sagen, der ist natürlich, wir haben da auch diesen eigenen Schutz durch diesen sauren pH-Wert eben. Und ich meine, also ich habe zwei Fragen. Zum einen erstmal zur Scheidenflora. Ich meine, das verändert sich ja in der Schwangerschaft auch nochmal. Es gibt Frauenärzte, glaube ich, die auch manchmal Tabletten dafür oder irgendwelche Gels auch verschreiben. Bist du da ein Fan von? Ja, also tatsächlich muss man sagen, der pH-Wert in der Schwangerschaft ändert sich eigentlich nicht wirklich. Ja, das ist so ein bisschen, man neigt eher dazu zu Infektionen, ja, dass man sich da unten unwohl fühlt. Aber es ist so, dass der pH-Wert generell jetzt erstmal nicht durch die Hormone in der Schwangerschaft verändert werden wird. Ja, es kommt oft zu Verschiebungen, eben wenn die Milchsäurebakterien nicht so so in der Anzahl vorhanden sind. Und da verschreibt dann tatsächlich der Frauenarzt gerne mal so Aufbaukuren mit Milchsäurebakterien.
um einfach dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Und es ist ja auch so, dass wir in der Schwangerschaftsvorsorge regelmäßig den pH-Wert messen, um Verschiebungen in der Scheidenflora frühzeitig zu erkennen, um einfach das Risiko für aufsteigende Infektionen zu minimieren, indem man das frühzeitig angeht. Cool. Und die andere Frage, die ich habe, betrifft eigentlich eher die Männer. Mhm. Weil, also ich meine, jeder, der schon mal irgendwie einen Pilz hatte oder so, ist ja immer die große Frage, wo kommt's her? Nicht, dass ich jetzt dem Mann den die Karte zuschieben möchte, aber würdest du sagen, gerade wenn man in der Schwangerschaft sowieso ein bisschen mit Bakterien etc. irgendwie aufpassen sollte, dass man selbst vor dem Sex, dass der Mann eben auch extremer nochmal auf eine Eigenhygiene achten sollte? Also ich finde, Männer sollten generell natürlich auch immer mit einbezogen werden und auch Männer sollten sich dementsprechend reinigen, ja, auf jeden Fall. Und das kann man ja auch nochmal besprechen, ja, dass man einfach da nochmal extremer drauf achtet. Aber auch da reicht eigentlich das Waschen mit Wasser aus. Bei Pilzen ist es tatsächlich so, dass Frauen deutlich anfälliger sind als Männer, dass es häufig, viel, viel häufiger Frauen betrifft als Männer. Und da ist ja auch generell die Frage so ein bisschen auch in der Wissenschaft, wieso leiden manche Frauen so häufig unter Pilzinfektionen und andere fast gar nicht? Und man geht davon aus, dass die Pilze so unter der obersten Hautschichten lagern und eben darauf warten, dass dieser pH-Wert vielleicht mal verschoben ist, um sich dann halt wieder hervorzukommen und sich wieder ausbreiten zu können. Deswegen wird frühzeitig eben da nochmal geschaut, auch beim Frauenarzt immer, ob der pH-Wert sich verschiebt. Hat da Stress was mit zu tun? Auf jeden Fall. Stress setzt unsere Immunabwehr herunter und Stress kann natürlich auch die Scheidenflora in dem Sinne dann verändern. Man geht auch davon aus, dass die Bakterienflora des Darms ähnlich ist mit der Scheidenflora. Das heißt, auch da kann Zusammenhänge entstehen. Also wenn man da Antibiotika auch zum Beispiel genommen hat, verändert sich ja auch die Darmflora. Genauso kann sich die Scheidenflora auch eben verändern und dass sich dieses beides so mitbedingen kann. Ja, super interessant. Mhm. Können wir nochmal eine extra Folge zu aufnehmen. Ja, finde ich super. Finde ich wirklich gut. Okay, dann lass uns die nächste Frage anschauen. Und zwar haben wir uns überlegt, die Frage zu besprechen, wann Sex in der Schwangerschaft ein absolutes No-Go ist. Also was würdest du sagen, wann sollten wir das als Frauen definitiv zur Sicherheit des Kindes lieber nicht machen? Also immer, wenn Blutungen in der Schwangerschaft auftreten, die sollten immer ärztlich abgeklärt werden, auf jeden Fall. Und dann sollte geschaut werden erstmal, woher kommt die Blutung? Ja, wenn es tatsächlich nur eine Blutung, das kann auch mal spontan passieren, am Gebärmutterhals ist außen, weil die Scheide, der Gebärmutterhals eben verbessert durchblutet ist, dann ist das nicht unbedingt eine Kontraindikation. Aber sobald man vielleicht die Ursache nicht wirklich sehen kann, vielleicht noch in sehr frühen Wochen ist, kommt zu einer Blutung, ja, dann auf jeden Fall erstmal auf Geschlechtsverkehr verzichten, bis man wirklich das abgeklärt hat und dann individuell mit dem Frauenarzt auch besprechen, wenn die Ursache bekannt ist. Dazu gehört zum Beispiel aber auch eine Plazenta previa. Das heißt, dass die Plazenta, der Mutterkuchen, eben über dem inneren Muttermund liegt. Ja, auch das ist ein Risiko für Blutung, ist ein Risiko für vorzeitige Entbindungen. Da sollte auch vor allem in den späteren Wochen auf jeden Fall auch auf Sex verzichtet werden. Vorzeitige Wehen und Gebärmutterhalsverkürzungen, ja, ist auch nochmal ein Punkt, wenn das bekannt ist. Auch eher kein Sex, zumindest kommt es ja auch immer auf die Schwangerschaftswoche dann auch an, aber das sollte, bis es nicht mit dem Frauenarzt besprochen wurde, erstmal darauf verzichtet werden. Vorzeitiger Blasensprung absolut auch No-Go. Außer es wäre tatsächlich jetzt irgendwie ein Tag vor Entbindungstermin die Blase platzt zu Hause, dann könnte man noch mal, wenn man sich dann noch, wenn man noch Lust hat. Aber das ist ja sowieso ein Grund, auch in die Klinik aufgenommen zu werden. Der vorzeitige Blasensprung, von dem her fällt das dann auch raus. Und es gibt ja auch Frauen, die aufgrund mehrerer Frühgeburten, aufgrund vergangener Zervixinsuffizienzen, also verkürzten Muttermund, eine sogenannte Zerklage haben. Das heißt, ein Muttermundsverschluss, der operativ durchgeführt wurde. Und wenn das der Fall ist, gab es ja auch immer eben einen Grund in der Vorgeschichte, meistens auch, dann sollte auch auf Sex verzichtet werden. Das sind jetzt mal so die Erkrankungen oder die Risikofaktoren, die man wissen sollte. Mhm. Aber bei einer Schwangerschaft, die normal und gesund verläuft, gibt es kein No-Go. Was würdest du denn sagen, was kann denn total hemmend sein? Auf die Lust, auf Sex meinst du jetzt? Ja, also allgemein.
Also eben die Libido ist ja immer so ein Thema. Die verändert sich natürlich auch im Laufe der Schwangerschaft. Die meisten Frauen sind im ersten Drittel der Schwangerschaft, haben ja auch häufig mit Umstellungsreaktionen vom Körper zu kämpfen. Müde, ohne Ende, kein Bock. 7:30, ja. Auf Wiedersehen, ja, gute Nacht. Ciao. Genau, also da, ja, dem sollte einfach auch nachgegeben werden. Und ich glaube, das ist auch was man mit einem Partner besprechen sollte. Also ja, jede Frau, die mal schwanger war, Männer können es ja leider nicht so gut nachvollziehen, ja, die weiß, man kann, wenn es wirklich todesmüde. Also das ist so eine Müdigkeit, die habe ich selbst nach 28 Stunden Arbeiten nicht verspürt. genau, also Libido ist so das eine, die oft dann durch ja Schwangerschaftsbeschwerden, gerade im ersten Trimester, Übelkeit, Müdigkeit, Kreislaufstörungen, vielleicht auch Schmerzen in der Brust, ja, die Brüste spannen, einfach ja super niedrig sein kann. Und dann aber im Verlauf der Schwangerschaft, meistens im zweiten Trimester, fühlen sich die Frauen pudelwohl und haben wieder richtig Bock, weil die Hormone im Körper, das ansteigende Östrogen, ja auch Lust macht. Ja, man fühlt sich vielleicht dann auch wieder besser. Ohne Ende. Und das nimmt dann wieder ab, wenn es dann so richtig, wenn man so richtig kugelrund wird. Aber das ist so eigentlich die Zeit, wo die Frauen am meisten Bock haben. Und natürlich gilt das gleiche auch für den Mann. Ne? Also auch der Mann hat ja vielleicht eine veränderte Libido, wenn die Frau schwanger ist. Und ja, das kann ja darüber führen, dass die Männer sich ja, Ängste entwickeln, ja, dass irgendwas passieren könnte mit dem Kind, dass sie es super unangenehm finden, die Vorstellung, dass da jetzt gerade das Baby vielleicht irgendwas mitbekommen könnte. Manche Männer, also ich kenne es sogar auch aus dem Bekanntenkreis, fahren total drauf ab, wenn die Frauen schwanger sind. Ich meine auch rein körperlich, ja, Rundungen, die Brüste werden prall, die Haut strahlt, dass die dann so richtig on fire sind. Und genau, also das finde ich aber auch immer echt wichtig, drüber zu sprechen. Ja, und da komme ich auch nochmal zum anderen Punkt. Ich finde, was noch so hemmend sein kann, sind eben so Konfliktsituationen. Ja, oft ist die Schwangerschaft überhaupt im Einvernehmen? War das von beiden Seiten genauso gleich gewünscht? Hat man jetzt diese Vorstellung, bald eine Familie zu sein? Vielleicht fühlst du dich auch in deinem Körper total scheiße. Ja. Ich sage es jetzt auch bewusst genauso. Ja, aber wenn jetzt man jetzt keine gemeinsame Vorfreude hat zum Beispiel, ja, das kann ja auch hemmend sein oder ja, aufgrund von den ganzen Situationen immer wieder aneinander gerät und sowas, ja, das kann ja auch alles ein bisschen die Ablehnung gegeneinander fördern oder die Unlust. Und da gilt es einfach echt, dass man miteinander redet, auch eben wenn man merkt, der Partner hat keinen Bock mehr, der fühlt sich vielleicht unwohl mit der Situation, eine schwangere Frau im Bett zu haben, dass man da dann auch wirklich offen und ehrlich miteinander redet und ja, die Ängste miteinander bespricht und sich vielleicht auch, ja, wenn man immer auch da in Konfliktsituationen gerät, zusammen eine Beratung vielleicht auch mal macht oder sowas. Also dass man dem einfach auch offen gegenübertritt, auch mit seinen Wünschen und Empfindungen, dass man miteinander spricht, auf jeden Fall. Aber was machst du denn jetzt, wenn der Mann wirklich gar keinen Bock mehr hat? Wärst du nicht eigentlich, also ich würde es total cool finden, dass so Hebammen oder allgemein auch Ärzte einfach mal so einen Workshop auch machen für Männer, damit die wirklich rein anatomisch auch mal verstehen, was da überhaupt los ist im Körper. Ja? Also es gibt ja auch Männer, die dann ab Tag 1 der Schwangerschaft plötzlich überhaupt gar keine Lust mehr haben, weil sie ja irgendwie mit ihrem Glied dem Kind irgendwas tun könnten, ja, und plötzlich zu dem Kuschelromantiker werden vielleicht, weil sie Angst haben, irgendwas kaputt zu machen. Ja, also kenne ich auch vom Hörensagen, wenn man halt auch Freundinnen hat und mal irgendwer was erzählt oder auch im Geburtsvorbereitungskurs, fand ich es ganz cool. Da haben Muttis wirklich mal ausgepackt, als die Männer dann wirklich mal weg waren. Ja, das ist schade eigentlich, dass sie sich aber auch nicht trauen. Ja, das ist halt einfach so ein krasses Tabuthema, was ich so mitgekriegt habe. Ne? Also auch, selbst wenn du Mama bist, ist das ja jetzt nicht das erste Thema. Also bei allen Menschen ist ja auch immer das Sexleben noch besser als vorher, vor den Kindern oder vor dem Kind. Das ist halt wirklich was, weil es ja so intim und so privat ist, dass man ja auch nicht einfach so beim Essen mit einem Dreipärchen gemeinsam mal über das eigene Sexleben einen raushaut. Ne? Also, aber ich würde das tatsächlich cool finden für Männer. Das fand ich auch gut in meinem Geburtsvorbereitungskurs, den ich besucht habe, gab es dann auch eine Männerrunde. Also da waren die Männer dann auch alleine mit der Hebamme und durften ihre Fragen stellen. Und da sind auch solche Fragen gestellt worden. Das fand ich total cool, dass da einfach so ein Bewusstsein auch einfach
da ist, um einfach auch mal nachzufragen, weil was machst du denn? Du gehst vielleicht als Partner, gehst du mit zum Frauenarzt und da hat auch nicht jeder Mann Bock, neben der Frauenärztin zu sitzen mit der schwangeren Frau, ja, und jetzt erklären sie mir mal. Also es ist so. Aber das wäre jetzt so gerade mein Ding, Tipp gewesen irgendwie auch, ne? Also erstmal reden, ne? Miteinander als Paar auch und sich informieren. Ich meine, es gibt auch gute Informationsquellen online. Ja, ich finde es super, was bei dir im Geburtsvorbereitungskurs war. Habe ich auch schon von anderen Frauen mitbekommen. Und eben, es sind aber auch Themen, meine Güte, die kann man auch mit dem Frauenarzt besprechen. Ja, man kann auch sagen, komm, ich frage mal an die Frau dann vielleicht. Ruf sie mal an, alleine oder genau. So. Du kannst ja auch, wir haben auch Telefonsprechstunden zum Beispiel. Und dann sich das einfach nochmal so die Sicherheit einholen. Oft ist es ja auch nichts anderes, ne? Aber klar, oft geht es ja auch um dieses, was wir vorhin schon gesagt haben, dass es ja, diese Vorstellung, ne, dieses, wenn man mit der Frau im Bett ist und das die ganze Zeit sieht, den Bauch und so, gegen diese Gedanken kann man natürlich auch wenig machen, wenn das die Libido hemmt. Dass man da dann vielleicht mit einem anderen Weg findet, vielleicht auch andere Sexstellungen ausprobiert, wo das vielleicht für den Mann nicht so sichtbar ist, ja, wenn er da wirklich extreme Probleme mit hat, oder andere Dinge findet, wie man sich irgendwie gegenseitig auch befriedigen kann, dass man da einfach auf jeden Fall einfach miteinander ins Gespräch kommt und sich auch als Frau rausnimmt zu sagen, ich habe aber total Bock und ich möchte da jetzt nicht drauf verzichten die nächsten 9 Monate, sondern dann in diesem offenen Gespräch mit dem Partner geht. Ja, super. Also ich finde, da würde ich echt wirklich mal, wäre ich mal gespannt auf das Feedback von unserer Community, wie es den Frauen da drum, also wie es da irgendwie so drum bestellt ist. Das kann man ja auch ganz anonym machen. Lass uns vielleicht da mal vielleicht in der Story auf jeden Fall mal was zu machen. Ja, super gerne. Das würde mich super interessieren, gerade weil es auch so ein Tabuthema ist. Aber wenn wir jetzt gerade nochmal über Sexpositionen sprechen, wenn der Bauch so groß ist, was würdest du denn sagen, sag mal so typische 2 oder 3 Stellungen, wo man sagen muss, okay, kein Problem, absolut okay, ist auch vielleicht entlastend für den Rücken mit dem dicken Bauch und so. Also wenn wir gerade mal noch so auf die Körperhaltung von uns gehen, wir sind ja bekennende Yogis und wollen ja auf die Haltung achten. Also Spagat ist richtig cool auf jeden Fall. Also ganz wichtig ist, immer schauen, dass der Bauch halt irgendwie nicht stört, dass man immer gut Luft bekommt. Auf die Frau unten liegt, ja, und der Partner oben drüber liegt, das kann schon sehr unangenehm sein. Sowieso die Rückenlage am Ende der Schwangerschaft für viele Frauen auch nicht mehr angenehm. Ja, viele leiden dann unter dem typischen Vena-Cava-Syndrom, wenn die untere Hohlvene abgedrückt wird und so zu Kreislaufproblemen. Also das ist jetzt vielleicht nicht die beste Position. Was immer geht, ist, wenn die Frau obendrauf ist. Also das heißt, im Sitzen ist super, aber auch die Löffelchenposition, wie sie so schön genannt wird, ja, also von der Seite und der Partner dann vielleicht hinten. Ja, das kann ja auch nochmal eine Möglichkeit sein, wenn der Partner dann auch der große Bauch irgendwie stört oder sein Kopfkino da angeht. Genau, das wäre nochmal was. Und auch da kann eben die Frau ganz gut kontrollieren, wie tief der Penis penetriert, wie es sich angenehm anfühlt. Und genau, also das wären so die Positionen, die mir jetzt auf jeden Fall mal einfallen. Und ansonsten, ja, experimentierfreudig sein, sich Raum geben, Möglichkeiten zu finden, wie es beide zufriedenstellt und beide glücklich macht. Und da dann einfach, ja, wie wir es immer predigen, ja, auf den eigenen Körper hören und schauen, was fühlt sich wirklich gut an. Und Frauen, macht den Mund auf, wenn es euch nicht gefällt. Ja, seid da auch ehrlich und nichts ertragen, was man nicht ab kann, was einem vielleicht unangenehm anfühlt. Auch wenn es vorher immer so die Lieblingsposition von beiden war, dann einfach sagen, hey, wir müssen jetzt mal was anderes ausprobieren. Ja. Ich habe noch eine letzte spannende Frage. Und das hat bestimmt der ein oder andere da draußen schon gehört. Und zwar drittes Trimester der ET naht. Und was hat es damit auf sich, wenn man sagt, dass eben Sex auch geburtseinleitend sein kann? Das war auch immer der Lieblingstipp meiner Hebamme. also wirklich, wenn der Geburtstermin naht und vorher muss man auch sagen, hat das auch keine Wirkung. Also wie gesagt, Sex in der Schwangerschaft führt jetzt nicht zu vorzeitigen Wehen. Aber wenn der Körper bereit ist und schon genügend Andockstellen für die Hormone gebildet hat, dann kann Sex tatsächlich einen Beitrag dazu leisten, dass die Geburt ausgelöst wird. Und dazu, das kommt zum einen eben durch die Prostaglandine, die auch im Spermium
im Sperma, nicht im Sperma des Mannes enthalten sind, die dann eben den Muttermund ja auch weich machen können und die Geburt einleiten können. Das ist ja auch das gleiche Hormon, was in den Wehen einleitenden Zäpfchen mit drin ist in der Klinik. Natürlich viel niedriger dosiert. Also da kommt es wirklich drauf an, wenn das jetzt, wir empfehlen es oft auch Frauen, die so über dem Termin sind. Ja, das kann noch so den letzten Rest geben. Aber auch ja der Orgasmus selbst, ja, durch das Ausstoßen von Oxytocin kann Wehen auslösen. Und das gleiche Prinzip ist ja auch, wenn Brustwarzen zum Beispiel stimuliert werden, also mal Brustwarzenmassage, auch das kann den Oxytocin-Ausstoß erhöhen. Und Oxytocin ist ja das bekannte Wehenhormon und kann helfen, die Geburt auszulösen. Aber wie gesagt, erst wenn wirklich auch der Körper dafür reif ist, also jetzt keine Panik, der Geburt, der Gebärmutterhals wird sich nicht verkürzen aufgrund von Geschlechtsverkehr, wenn der Körper noch nicht dafür bereit ist. Ich finde es total cool, weil ich habe so schon seit Ewigkeiten folge ich in meinem privaten Instagram-Account auch Geburtsfotografen und da sieht man das ganz oft auf Bildern, dass Frauen auch während der Geburt in den Brustwarzen tatsächlich stimuliert werden. Also finde ich fand ich da schon immer super interessant. Der natürliche, und cool, ne? Das natürliche Wehenmittel, ja. Das ist echt cool. Ist, ja, krass. Aber wenn du jetzt sagst, dass Sperma das ja alles bewirkt, habe ich doch eine zweite letzte Frage. Und zwar würdest du denn sagen, dass man in der Schwangerschaft selbst, auch im ersten, zweiten Trimester, eher davon absehen sollte, dass der Mann in der Frau kommt oder tatsächlich sogar auch ein Kondom benutzen sollte? Oder würdest du sagen, ist egal? Ist im Endeffekt egal. Also man darf es natürlich nicht davon, also ich meine, man geht ja davon aus, dass man eh schon regelmäßig Geschlechtsverkehr hat und mindestens einmal ohne Kondom. Von dem her, ne, sexuell übertragbare Erkrankungen sind immer da. Also wenn da irgendwas beim Mann ist, ja, oder der sich unwohl fühlt, dann natürlich entweder gar kein Sex oder Kondom benutzen. Aber ansonsten, also Verhütung brauchen wir nicht mehr. Ja, genau. Und ich meine aber eben nur wegen dem Sperma. Ach so, nee, das habe ich ja eben schon gemeint. Nee, das ist tatsächlich nur, wenn wirklich der Körper auch dafür bereit ist. Also die Rezeptoren, die Andockstellen für das Prostaglandin, was im Sperma enthalten ist, existieren noch gar nicht bis zum Ende der Schwangerschaft. Die werden ja im Verlauf der Schwangerschaft erst gebildet. Super. Das ist ja auch das, wir haben ja mal über die Luven-Diät gesprochen. Das bewirkt ja auch diese, dass die Rezeptoren dann vermehrt ausgebildet werden und die gibt es eben erst am Ende der Schwangerschaft. Super, cool. Ich finde, das war eine ganz, ganz tolle Folge. Es hat auf jeden Fall, war da auf jeden Fall auch was dabei, was ich jetzt so für mich mitnehmen kann. Ich glaube auch, dass es da draußen den werdenden Mamas mit Sicherheit auch das ein oder andere mit auf den Weg gibt. Wie immer gilt, schreibt uns super gerne bei Instagram, wenn ihr Fragen habt oder auch Anregungen zu dem Podcast. Falls ihr wieder ganz, ganz viele Fragen zusammenbekommen, machen wir auch super gerne nochmal eine zweite Bonusfolge nur mit Q&As, dass wir wirklich auf eure Fragen noch gezielter eingehen können. Das ist natürlich auch ganz anonym, ohne dass man da Namen nennt. Und ansonsten hinterlass uns, wenn du nicht bei Instagram bist, gerne auch in den Kommentaren hier bei iTunes gerne deine Frage einfach. Lass uns einfach die Nachricht da. Wir checken da auf jeden Fall ganz oft die Kommentare von euch, euer Feedback. Oder wenn du auch einfach nur Lust hast, uns eine Bewertung dazulassen, 5 Sterne, dann freuen wir uns auch. Das hilft uns, dass wir noch sichtbarer werden und noch viel mehr Frauen draußen erreichen. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir sagen tschüss. Ciao. Lasst euch gut gehen.